Im heutigen Video soll es mal um die Jamaican Cherry gehen. Das ist auch eine meiner Lieblingspflanzen und die stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Lässt der Name ja schon so ein bisschen erahnen. Heißt unter anderem auch Panama Berry und im allgemeinen Englischen wird die Jamaican Cherry auch oft als Strawberry Tree bezeichnet, also als Erdbeerbaum. Ab und zu sorgt es für Verwirrung, denn das, was wir als Erdbeerbaum bezeichnen oder kennen, ist Arbutus onedo. Die beiden haben miteinander gar nichts zu tun und Arbutus onedo heißt Erdbeerbaum, weil die Früchte einer Erdbeere stark ähneln. Hier sind es die Blüten, die einer Erdbeerblüte sehr ähnlich sehen. Ich habe jetzt hier auch eine Frucht auf dem Boden gefunden, mehr Kirsche als Erdbeere von der Form her. Und die werde ich aufheben zur Samengewinnung. Es soll hier in dem Video auch ein bisschen um die Vermehrung gehen, aber dazu komme ich später. Jamaican Cherries sind sehr schnell wachsend. Die können in der Natur bis zu 12 Meter hoch werden. Und es gibt zwei Formen. Ich glaube, Sorten gibt es nicht wirklich. Es gibt einmal die rotfruchtige, die haben wir hier, wie ihr bereits gesehen habt. Und dann gibt es noch eine mit gelben Früchten. Die schmecken sehr ähnlich. Ich finde die roten ehrlich gesagt ein bisschen besser. Und hier gibt es auch leichte Unterschiede. Wir haben schon welche probiert, die eine ganz dünne Schale hatten. Die sind angenehmer zum Essen, denn die Schale hat so einen, ja, leicht unangenehmen Geschmack. Also jetzt für mich. Die kann man natürlich auch komplett essen, aber ich drücke die gerne aus und spuck die Schale aus. So, wir haben hier ein Exemplar an den Eingang des Gewächshauses gesetzt. Ist schon sehr, sehr hoch. Wir haben die ein paar Mal zurückgeschnitten. Wir haben letztes Jahr eine ausgepflanzt, die den Winter nicht überlebt hat, obwohl die relativ nah am Gewächshaus stand. War eigentlich geschützt, aber es hat nicht ausgereicht. Wir hatten, ich glaube, minus 5 Grad war das Kälteste. Wir hatten es aber ein paar Mal auch verbunden mit richtig starkem, ekligen Wind. Und das war leider einfach zu viel. Ich zeige euch mal, wie dick der Stamm hier unten ist. Das ist ein ganz schöner Klopper. Die sind sehr schnittverträglich. Man kann die daher auch gut im Topf halten. Hier erkennt man gut, dass die sogar von ganz unten frisch austreibt. Und was die Vermehrung angeht, habe ich in Deutschland verschiedene Quellen ausprobiert, zwecks Samen. Ich habe eigentlich immer komplette Früchte bekommen, die getrocknet waren, und es hat nie funktioniert. Ich habe mich belesen, habe die Früchte in Wasser quellen lassen, bis sich die Samen vom Fruchtfleisch getrennt haben. Und dann soll man das eigentlich in der Sprühflasche tun und oben nur leicht aufs Substrat aufsprühen, also nicht bedecken. Und es hat nichts funktioniert. Hier drüben hat es dann geklappt. Der Trick ist einfach, dass die, also frische Samen sind natürlich immer besser als getrocknete, aber es klappt auch mit den getrockneten. Es muss nur sehr, sehr warm sein und die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wir kennen welche, die lassen die im Ziploc-Beutel keimen, auf einer Heizmatte mit Licht. Wäre eine Idee für euch. Wir hatten die letztes Jahr in so einem Mini-Gewächshaus zu stehen, und zwar hier in unserem großen Gewächshaus. Das war also doppelt heiß und luftfeucht. Und es gibt auch Leute, die die über Stecklinge sehr gut vermehren können. Das hat bei uns leider auch nie funktioniert. Wir werden es aber trotzdem dieses Jahr nochmal versuchen, denn wir haben so viele Zweige hier dran, es wäre schade, die einfach zu verschwenden. Was bei mir ganz gut geklappt hat, waren Abmoosungen. Und hier gebe ich den Tipp, wenn ihr eine Pflanze habt, zum einen nicht ganz frisches Holz nehmen, sondern eins, wo die Farbe sich schon ins Gräuliche ändert. Und dann ungefähr einen Zentimeter unter einer Nodie schneiden. Und sobald ihr das Moos und oder Erde, manche machen es ja mit Erde, eingewickelt habt, solltet ihr das Ganze einkürzen. Die wachsen so schnell, dass wir das teilweise hatten, dass die an der Schnittstelle gebrochen sind, weil das einfach zu kopflastig war dann später. Ich glaube, wir hatten 3 Stück, bei denen das passiert ist. Aber das passiert auch nur einmal. Man lernt draus und vielleicht hilft euch das zum Eigentlichen. Ich habe jetzt hier diese Frucht. Ich beiß da mal rein. Die sind unglaublich süß und saftig. Es gibt ja verschiedene. Hier sieht man das. Kommen auch schon die Samen schön raus.
Die Samen merkt man beim Essen gar nicht. Die sind so fein und hier sind wirklich Hunderte in einer Frucht. Und der Jared Rydelek hat es in seinem Video sehr gut beschrieben. Die schmecken tatsächlich wie Nesquik-Erdbeermilch. Sehr süß und durch den Geschmack sind die extrem bei Kindern beliebt, also gerade auch im asiatischen Raum. Ich finde die so lecker und unsere Kinder natürlich auch. Und wir werden wahrscheinlich den Rest noch ernten. Hier sind zwar viele noch dran, die aktuell grün sind, aber die paar sollten uns eigentlich ausreichen für die Vermehrung und dann starten wir nochmal los. Wenn wir die auspflanzen, bekommt die auch ein Schattiernetz drüber und wird gemulcht und dann sollte es eigentlich funktionieren. Zur Vermehrung gibt es nochmal ein separates Video. Das dauert jetzt natürlich ein paar Wochen, bis wir da Ergebnisse haben. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, gibt es das Video gleich. Ich zeige euch nochmal die zwei gelben, die wir haben, auch frisch gepflanzt. Genau, ganz tolle Pflanze, kann ich empfehlen. Wenn ihr irgendwie nochmal an Samen kommt und wirklich die Voraussetzungen schaffen könnt, also hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze, dann sollte es eigentlich klappen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Hier direkt gegenüber vom Hauseingang sehen wir eine gelbe Sorte. Und die legt jetzt erst richtig los mit dem Wachstum. Ist natürlich auch noch mal ein Ticken heißer hier, da die Wärme von der Garage und von der Hauswand abstrahlt. Aber die Pflanze wächst sehr schnell und soll hier dann später so eine Art Schirm bilden und die anderen Pflanzen so ein bisschen vor der zu starken Mittagshitze schützen. Das ist so der Plan. Und wir werden die vor dem Winter dann noch immer zurückschneiden und ein Gerüst um das Ganze rumbauen. Das haben wir im letzten Jahr schon gemacht und das hat zumindest mit den anderen Pflanzen ganz gut funktioniert. Und wir haben ein paar Exemplare hier, die etwas kälteempfindlicher sind. Und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren.